Liebe Leute, willkommen bei den Professionals. Hier ist der Peak und ihr seid auf unsere Playside geraten, wo wir heute beginnen damit, Deponia 1 zu spielen. Ja, ihr habt richtig gehört, den Hit von Daedalic, die auch bekannt sind für so Sachen wie Edna bricht aus, Harveys neue Augen oder Whispered World. Deponia, ein Adventure, wo jetzt der dritte Teil von rausgekommen ist, und deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen mal von vorne an, wir starten mit dem ersten Teil. Und deswegen drücken wir hier auf Neustart. Ja, wir wollen ein neues Spiel starten. Hier kann man sich am Anfang aussuchen, wie man denn ins Inventar gelangen will. Entweder indem man das Mausrad hoch und runter dreht, oder indem man per Klick nach oben in das Inventar kommt. Wir nehmen die Mausraddrehvariante und dann können wir schon loslegen und landen gleich im Tutorial. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Also, das hier ist das Tutorial. Das ist auch recht witzig gemacht. Wer das Tutorial überspringen will, braucht nur hier drüben auf dieses kleine X drauf zu klicken. Aber wir wollen es ja nicht überspringen, weil was wäre das denn für ein Let's Play, wenn wir nicht auch das Tutorial spielen würden? Also Wenzel hat gesagt, das hier ist Wenzel, sagt die Maus, dass wir mit links auf ihn klicken sollen. Wir sehen da auch, wenn wir mit der Maus drüber fahren, dass da eine kleine Sprechblase ist. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Hier unten hat man wieder so ein schönes Auswahlmenü, was man gerne antworten möchte. Wie man jemanden anspricht. Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. So, das Augensymbol. Das kleine Ding hier auf dem Boden, das ist das Ying. Wir klicken rechts drauf. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Das ist wirklich ein sehr einfaches... Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Ein wirklich sehr schön integriertes Tutorial, wo durch diesen schönen Dialog zwischen Wenzel und unserem
Hauptcharakter Rufus erklärt wird, wie man vorwärts kommt. Wir drehen jetzt das Mausrad. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Das Mausrad nach unten drehen, öffne das Inventar, das Mausrad nach oben drehen, schließt es wieder. Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, kann ich den ganzen Tag machen. Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Hier oben, für die, die schnell mal speichern wollen, das Speichern-Symbol. Und hier haben wir noch ein Yang und ein Ying. Und dann gucken wir uns das Yang mal an. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Dann nehmen wir uns jetzt das Ying und stecken es ans Yang. Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es am besten ist, wenn man sich den Patch für dieses Spiel installiert. Weil als ich einfach nur das Spiel installiert hatte, hatte ich bei allen möglichen Animationen weiße Quadrate. Das sah nicht sehr schön aus. Aber nach der Installation des Patches, danke der Bellic. Nehmen wir dieses Ersatzteil einfach aus dem Inventar raus und stecken es hier in diese unauffällige Aussparung. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Also Rufus hat nicht allzu viel... Hoffnung in uns. Wenzel hat in Rufus nicht allzu viel Hoffnung. Aber das werden wir schon hinkriegen. Jetzt haben wir das Ding hier repariert und jetzt haben wir hier noch einen Knopf. Den können wir nicht angucken, nur drücken. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Ach, ich liebe Tutorials. Ja, das war toll. Du alte Memme, denkst du das hast Probleme? Das ist doch Poki. Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezähter. Poki ist der Chef von The Valley. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Ja, Poki, wer sich die Special Edition von Edna bricht aus und Harveys neue Augen besorgt, der kann die Entwicklerkommentare von Poki hören. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Also wie gesagt, Poki, Entwicklerkommentare in Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Sehr lustig, sehr interessant, sehr informativ. Und vor allem singt Poki hin und wieder. Das scheint er gerne zu machen. Das finde ich auch toll. Poki, du solltest das viel öfter machen. Ja, wollte ich nur mal sagen.
Jetzt haben wir das Tutorial durch. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss und werde jetzt speichern. Und an dieser Stelle machen wir dann das nächste Mal weiter mit dem Start von Deponia. Bis dann, sagt der Peak. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao.